Ein guter Einstieg. Ja, herzlich willkommen zu Demon's Souls. Mal kleinen spontanen Stream nebenbei aufgelegt. Ja. Nicht das erste Mal, dass ich das Spiel, also das erste Mal, dass ich das Spiel spiele, aber es ist nicht das erste Mal, das erste Mal, dass ich das Spiel spiele. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Ich wollte den Tower Demon als nächstes angehen. Ich habe nicht ganz so viele Seelen. Und mein Soul Level ist 13. Der nächste Level sind über 1200 Souls, die man ausgeben muss. Ich habe echt eine Menge Klamotten an, aber ich glaube, ich brauche das auch. Ich brauche zumindest den Schutz. Und mein Inventory Burden ist eigentlich okay. Ich sehe jetzt gerade aufgrund der Kamera nicht, wie viel Half Moon Grass ich habe. Das sind 10. Late sind 5, Full sind 4, Elixier, ja, ich glaube, so ein paar Sachen kann man vielleicht zurückpacken, aber Pine Resin würde ich auf jeden Fall behalten und Throwing Knives kann man vielleicht ein paar 13, dann schicken wir mal 8 los. Verwende ich jetzt auch nicht so ganz so häufig. Firebomb. Die sind echt hilfreich und die anderen Sachen lassen wir mal erstmal so. Aber wir sind nicht besonders mobil hier mit der Kiste, aber ist auch nicht so schlimm. Gucken wir uns das mal an. Ich habe schon. Das ist das Problem, wenn man nicht arbeitslos ist, aber tatsächlich eine volle Arbeitsstelle hat und dann zwischenzeitlich noch zwei andere Spieler unter der Woche streamt. Okay. Parieren. Gut. Alles klar. Das ist gut aufgestellt. Okay. Oh, was? Wasser? Das hätte der nicht machen sollen. Na gut. Wir machen auf jeden Fall ordentlich Schaden. Und sammeln noch ein paar Mobs ein, die ganz nützlich sind. Sehr gut. Es tut mir ein bisschen weh, dass ich diesen einen Schaden da genommen habe. Aber ist ja auch alles nicht so wild.
Wow! Oh. Ist es gerade wirklich passiert? Vielleicht lässt er ein bisschen ein paar Heilkräuter liegen. Nee, lässt er nicht. Ah, das ist ärgerlich, dass wir da jetzt so viel Schaden genommen haben. Und eigentlich ziemlich vermeidbar gewesen. Aber das ist das Problem bei Demon's Souls. Zumindest mit meinem sehr. Rudimentären Wissen um und über das Spiel. Du musst halt Strategien lernen und ich glaube. Nee, das funktioniert nicht, da war ich zu langsam. Falsche Taste gedrückt. Mal kurz und knapp ein bisschen geheilt. Frage. Ja, haben wir gut überlebt. Sehr gut. Eigentlich wollte ich das nur triggern, dass er dir die Gegner tot macht. Damit ich dann Gelegenheit habe, zumindest ein paar Souls zu machen. Ja, ich nehme zu viel Schaden hier zum Anfang gleich. Mir ein bisschen ein paar Heilkräuter, mein Schöner. Sachen, die ich nicht gebrauchen kann. Nee, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Gut. Gucken wir mal hier runter. Was meinst du mit gelevelt? Hallo erstmal. Gebrush? Gebrush? Ich weiß es nicht. Also ja, man kann in dem Spiel leveln. Ich habe schon ein paar Level draufgepackt. Ich weiß gar nicht, was mein ursprünglicher Level ist. Und rechts kann man sehen, dass das Soul-Level gerade 13 ist. Also ist noch nicht besonders viel. Ja, nach dem ersten Boss habe ich ein bisschen gelevelt. Und habe jetzt zwischenzeitlich auch schon ein paar Waffen hochgezüchtet. Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe es tatsächlich, zum Anfang habe ich nicht mitgeschnitten, dass ich quasi nicht automatisch level. Aber ich habe auch so ein bisschen blind angefangen, das Spiel zu spielen. Und
Ja, das hatte dann den großartigen Effekt, dass ich hier schon mal einmal reingestürmt bin, ohne dass ich gelevelt hatte. Und dann eine ganze Menge Souls auch verloren hatte, die ich hätte eigentlich aufwenden können, zwischenzeitlich, um schon mal nochmal ein, zwei Level zu machen. Gucken wir mal. Okay. Den können wir. Ist ein bisschen schade, dass das alles keine One-Hitter sind. Ich fände das tatsächlich gut, wenn das alles One-Hitter wären, aber. Mit zwei kann ich mich auch anfreunden. Okay. Wie viele Wölfe gibt es denn hier? Habe ich gerade drei Wölfe mit drei Hits kaputt gemacht? Da bin ich auch sehr zufrieden. Zwei waren es. Hey. Sind aber auch gefährlich. Sind das Wölfe oder sind das Hunde? Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich glaube, es müsste mal ein bisschen mich reinlesen in die Lore von Demon's Souls. So ein bisschen was für mich? Nee, hat er nicht. Ich würde gerne ein Item purchasen. Nehmen wir davon mal drei mit. Anderen Grizzle haben wir eigentlich, glaube ich, genug. Ha, Mist. Kann auch nichts verkaufen. Dann gucken, was ihr zu sagen habt. At least the demons don't send us to our deaths in battle. Ja. Thanks for that. Sympathischer Typ. Vor dem ersten Boss läuft man eben auch über den Weg. Und Typ ist nicht ganz so sympathisch, ehrlicherweise. Aber ist der einzige Händler, den wir hier in dem Level haben. Geben wir jetzt noch mal ein bisschen was aus oder machen wir das nicht? Ich glaube, wir bleiben erstmal hier, bevor wir noch mal zu ihm nach unten gehen. Ist aber ein aggressiver Zeitgenosse. Ah, sehr gut. Diese Doppelkills machen echt Spaß. Cool, hätten wir gar keine Kräuter kaufen brauchen. Ich weiß gar nicht, was die Deutschen sprechen von Fresh Moongrass. Schaffen wir das, schaffen wir das, schaffen wir das? Ich glaube, ich habe ein bisschen spät angefangen. Die Dinger machen mir ein bisschen Angst, ehrlicherweise. Ja, aus dem Grund.
Nein! Das war haarig. Oh. Okay, wir haben jetzt noch ein bisschen was von dem Gras gefangen. Gespannt, wie der nächste Abschnitt aussieht. Okay. The next enemy's weakness is the foot. Okay. Fuß kaputt. Oh, hier ist noch ein Aufgang. Oh, cool. Kann man da was mitnehmen? Nee. Das letzte Mal, dass ich so einen Umweg gegangen bin, in dem ersten Level. Jetzt finde ich das ganze Gras, nachdem ich eben ganz viel Geld dafür ausgegeben habe, welches zu bekommen. Das ist gemein. Ach ja. Cool, aber wir haben eine Menge Souls gemacht. Jetzt müssen wir die irgendwie wieder nach Hause bringen. Ein bisschen Befürchtung, dass das nicht passieren wird, aber man kann ja hoffen. Okay, da geht's nicht lang. Oh. Okay, das ist verschlossen. Gehen wir mal rein. Ah! What the fuck? Wieso erwischt er mich denn da so gleich? Der ist ja gemein. Ich muss gestehen, ich hab. An der Stelle war ich tatsächlich schon mal. Aber bin instant gestorben. Froh, dass ich jetzt an der Stelle bin. Ohne gleich gestorben zu sein. Aber ich habe auch keine so richtig gute Strategie. Am Fuß, sagt er. Ja, wir haben hier nichts zu verlieren, wenn wir jetzt hier das Gras, das wir gerade eben von den Gegnern bekommen haben, mal investieren. In unsere Gesundheit. Ich glaube, es sollte dabei bleiben, es Kräuter zu nennen. Okay, hier sind keine weiteren. Dir ist ein Weh getan fast. Oh, das hat richtig weh getan. Nein! Was machst du denn? Ich sehe nichts, um Gottes Willen. Ich habe nichts gesehen. Ah, ja. Haben wir denn da mal noch 11 von oder 5 von? Schicken wir noch mal alles, was wir. Das könnte man vielleicht gebrauchen. Poison gibt's bis dahin, glaube ich, nicht.
Oh, das. Ja, bräuchte man eigentlich ein bisschen was. Cheater. Hat nicht so richtig gut funktioniert. Nicht ein bisschen Schaden gemacht bei dem Gegner. Das ist ärgerlich. Es ist auch nicht schlau, ist jetzt nochmal auf den gleichen Gegner zu gehen, von dem man eben gerade extrem geowned worden ist. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich das nochmal mache, werde ich aggressiver und verliere noch mehr Leben oder schneller Leben. Alles klar, Happy Birthday. Happy Birthday klingt gut. Nee, das ist so aggressiv, möchte ich es nicht spielen. Also ich versuche da jetzt irgendwie noch die Items einzusammeln. Ich habe mit dem Knight angefangen, hat nicht so richtig viel Item-Drop-Glück oder wie auch immer man das nennt. Und da habe ich schon tatsächlich, glaube ich, mehr investiert im Nachhinein, als ich hätte gemusst, aber. Hallo, hallo! Herzlich willkommen zu I Suck at Demon Souls. Ich glaube, das ist das Motto des Ganzen. Und ein bisschen hier, wir lassen es ein bisschen gut gehen. Und so, hier hinten ist ja keiner mehr.
Die ist ja nur MC Leiche. Puh. Also, es ist halt, also ich bin eigentlich ganz cool damit, so wie es läuft. Das ist jetzt nicht, dass ich mich in Schlaf weine. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, es ist halt so ein bisschen für mich irgendwie auch der Punkt, dass ich sage, okay, eigentlich müsste ich noch ein bisschen mehr lernen. Also es ist so ein bisschen das Kontrastprogramm vielleicht zu Animal Crossing. Bei Animal Crossing wollte ich mit möglichst wenig Informationen reingehen, damit ich halt einfach nur gechillt sein kann. Und ich glaube, hier kommt das gechillt sein irgendwann darüber, dass man mehr Informationen zu dem Spiel hat, mehr Wissen akkumuliert und dann Damn Dog was always trying to kill me. Ich nutze jetzt mal für Stream das PlayStation 5 Headset. Und hätte jetzt auch gleich gefragt, für diejenigen, die schon mal bei einem Stream dabei waren, ob und wie sich's anhört. Also ich vermute mal, man hört was. Hey, aber ich werde immer besser darin, die Doros wegzuschnetzeln. Hört sich toller? Ja, das ist so ein bisschen auch meine Vermutung. Ich glaube, ich werde für sowohl auf der Xbox als auch auf der PlayStation bei meinem Razer Kraken bleiben. Also das Headset ist echt cool, wenn man zum Beispiel irgendwie einen Film guckt oder sowas. So, das hat so nochmal einen anderen Faktor an Immersion. Ähnlich auch bei dem Microsoft Headset, wobei das gefühlt nochmal ein bisschen schmucker klingt. Purchase Item. Oh, ja. Ist tatsächlich sogar da stehen geblieben, wo wir beim letzten Mal waren. Confirm. Und thanks for that. Gern geschehen, mein Schöner. Wir haben keinen. Für mich macht es keinen Sinn hier an der Stelle irgendwie. What'll it be then? Geld zu sparen oder Souls zu sparen. Wenn wir jetzt nur noch eine in der Bank haben, dann verlieren wir halt auch nicht ganz so viel. Und wir kriegen ja gleich auch nochmal ein bisschen was. Wir hatten ja beim letzten Mal auch ein bisschen was ausgegeben. Also so an die 1000 Souls nehmen wir vor dem Tower Knight nochmal mit. Und wenn wir den Tower Knight besiegen, gibt es vielleicht auch nochmal 2.000, 3.000. Müssen wir mal gucken. Meine Freunde hier lassen immer keine Sachen liegen. Also dumpfer heißt aber schon, dass man mich immer noch ganz gut versteht, oder? Ich werde für den Dishonored-Stream heute Abend werde ich wieder auf mein normales Headset umsteigen. Was ich aber nicht gedacht hätte. Also ich meine, klar, das hat kein Bluetooth, aber es ist schon irgendwie komfortabler. Okay. Eigentlich sollte das nicht so sein. Hier sind zwei direktionale Mikrofone drin, die mir eigentlich den bestmöglichen Sound in meiner Stimme versprechen. Also das ist das Ganze, die ganze, also zumindest Kamera und Headset. Von der Sony für die PlayStation 5. Nein!
Oh yeah! Yeah, sehr geil. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aus Versehen. Bombenangriff von hinten. Okay, machen wir mal Half-Moon-Gras. Dann kriegen wir den da hinten vielleicht sogar besiegt, ohne dass wir unseren Resin-Mob einsetzen. Oh. Warum Soldier Lotus? Den brauche ich, glaube ich, nicht. Ich habe nicht gedacht, dass das zweimal funktioniert. Sehr gut. Gut. Ja, jedenfalls die ganzen Accessoires sollen so ein bisschen auch dazu einladen. Zumindest war das Talking Point. Ich weiß nicht, was das ist. Also Talking Point, von dem ich ein bisschen was gehört hatte, bevor die PS5 rausgekommen ist. Und man muss ehrlicherweise sagen, das nativ von der PlayStation zu streamen ist tatsächlich angenehmer als von der Xbox. Aber man kann ja nicht das machen. Okay, auf die andere Seite können wir nicht gucken. Ja gut, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen über. Ja, man kann nicht alles haben, richtig. Aber so an sich, also jetzt mal nur so rein optisch, Demon's Souls ist mega hübsch. Also ich tue mir ein bisschen schwer damit, mein Gesicht da daneben zu packen. Nicht, weil ich nicht auch mega hübsch bin, aber das ist hier auch nochmal. Das hat nochmal eine ganz eigene Qualität. So. Sind wir bereit für den Boss? Ich glaube nicht. Weakness sind die Füße. Schild muss ich nicht vorsetzen. So. Das Erste, was passiert, ich nehme Schaden. Eigentlich war das nicht die Idee dahinter. Oh, er hat was. Okay, sehr gut. Den wollen wir nicht anvisiert haben. Das ist ja ein Monster von 4. Wo wollen wir ihn haben? Kriegen wir ihn irgendwo hinbewegt?
Nein, das wollte ich nicht machen. Nein, Gottes Willen. Ich hab... Wie viel Schaden habe ich gemacht? Was? Habe ich überhaupt... Okay. Nein. Ich habe meinen Waffenbuff nicht einmal angebracht. Ich will die scheiß Füße anvisieren, du blöder Penner, ey. Hallo Lisa. Nein, 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 nein. Das kann ich retten. Du hast Ü genommen. Was ist denn Ü? Ah, okay, du hast... Oh, ey, das... Den Schild brauche ich nicht.
Das ist ultra jank. Ich glaube, das wird nichts mit uns heute. Was passiert? Was passiert hier? Oh, er ist umgefallen. Cool. Okay, er ist umgefallen und ist wieder aufgestanden. Okay, nee, das funktioniert nicht. Hast du viele Überstunden, Lisa? Schon wieder umgefallen. Oh, ich mache richtig Schaden. Ich mache richtig Schaden bei ihm. Oh yeah. Oh, ich hab dich mal. Ich hab gerade richtig Schaden gemacht. Komm, fall noch einmal um mich, dann hab ich dich. Okay, nee. Ich muss noch einmal heilen, auf jeden Fall. Puh. Oh. Das ist sehr, sehr aufregend. Also ich hätte nicht gedacht, dass das heute passieren kann. Nein, steh auf! Ja! 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 Yeah! Tower Knights Trophy! Ja! Alter! Mich, Alexa, Alter! Hier bin ich das letzte Mal gestorben. Ich kann meine Souls vom letzten Mal wiederholen.
Bolt, die ich nicht haben möchte. Oh, ist das geil. Zurück zum Nexus. Entschuldigung, ich bin ein bisschen hype gerade. Ich fühle mich gerade ein bisschen selber. Ey, das war... I can forge weapons for you for a fair price. Alles klar. Repairen wir mal unser Equipment komplett. Das haben wir drin über das, was wir beim letzten Mal... Puh, sehr gut. Okay, da fehlen uns einfach noch die Sachen. Clearstone Short. Langstrecke 2. Ja, das können wir eigentlich nochmal ein bisschen pushen. Ich habe jetzt immer mit meinem Mailbeager rumgepolkert. Quality Longsword. Ja, lass uns erstmal so. Ey, ey. You come back alive. I need your business. Thou seekest the power of the soul, no? No? Then touch the demon inside me. Ich werde den Demon in dir touchen, no? Das mache ich. Jetzt. Ach so, nee, jetzt. Verändere mal das Display von der Kamera. Schick das mal erstmal nach hier unten, damit ich sehen kann, was ich hier habe. Okay. Glück habe ich, wie gesagt, schon eine ganze Menge gemacht. Endurance auf jeden Fall. Intelligence brauche ich nicht, weil ich im Augenblick kein Zauberbild habe, so von der Art, warte her. Item Burden und das gibt durchaus Sinn, das hoch zu pushen. Da gehen wir auf 15, das gehen wir auch auf 15. Und ja, ich glaube, das sind die Level, die wir machen. Ich werde weiter rumpolkern. Hey, aber das ist wirklich sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden. Art thou finished? I'm finished. Das ist doof, wenn man hier von den Leuten wegläuft, dann hören die auf, mit einem zu reden. Was ich auch machen würde, wenn ich jetzt irgendeinen Jimmy hätte, der hier vorbeikommt. Are you here to face the demons? If so, please free Sage Freight the Visionary from his cell in Latria. I will help you, however I can. I can teach you elementary spells. Sage Freight is a gleaming hope for humankind, but I have not the power to save him alone. Okay, ich wusste gar nicht, dass es ihn hier gibt. Ich bin noch nicht über ihn gestolpert. Okay. Okay, was gibt's denn hier? Soul Arrow, Fire Soul shoots a stream of fire. Das ist nicht verkehrt, das ist natürlich auch teuer. Soul Error. Chant Weapon. Ah, hätte ich mal ein bisschen gewartet, dann hätte ich das. Cloak ist nicht, klingt nicht verkehrt. Defense Race. Water Veil. Ich glaube, ich werde gleich ein paar lernen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Oh, das ist aber nicht cool. Hat sich so gefreut, dass der Onkel da ein bisschen auch was Gutes gemacht hat. Kann man ja auch nicht verdenken. Das ist gar nicht mehr verkehrt. Ich glaube, ich nehme die alle drei mit.
Okay, welchen nehmen wir mit? Welchen nehmen wir mit? Nehmen wir mal den mit. Master Frake is a great man who has systemized the magic of the Solards to make it possible for human imitation. By observing the state of Boletaria and the demons within it, he is likely to pave the way for greater things. Ich hätte den Tower Knight besiegt. Ich bin sehr stolz auf mich. Must meet Master Frake as soon as possible. Okay. Be careful how you use it. Normally it would not be granted to one such as yourself. I had to make an exception for the sake of Sage Frake. Ich habe noch nicht so richtig Plan, wie das eigentlich funktioniert. Mit der Zauberei. Gibt's hier vielleicht Controller, ja, Controls. For a magic lesson. Nein, mache ich nicht. Ah, okay, ich habe ein Slot und habe eine Sache, okay. Wait, where are you going? Ich weiß immer noch nicht, wie ich es einsetze, ehrlicherweise. Okay, jetzt muss ich die Kamera nochmal umschalten. Wo ist eine gute Position für die Kamera? Ich glaube, unten rechts ist eine gute Position für die Kamera in dem Spiel. Das sind alles Sachen, die, wenn ich es professionell angehen würde, ich wahrscheinlich im Vorfeld schon mal aufklären sollen. Okay. Du meinst, also ja, das ist von der PlayStation. Du kannst dir ja einstellen, welche Qualität es hat. Also es müsste auf jeden Fall im Bereich des Möglichen sein. Ich muss mal gucken. Schon lange nicht mehr hier auf mein Moped geguckt. Bin auch noch eine gute Stunde da, eine halbe Stunde. Genau. Ja, aber das Spiel sieht halt auch einfach mega hübsch aus. Cool, wir gucken einfach mal weiter. Wie es weitergeht hier im Boletarian Palace. Ich glaube, das ist nicht die beste Idee, hier einfach weiterzumachen. Aber wir machen mal einfach weiter. Ey, das ist echt bisschen gut auch. Okay, ich weiß immer noch nicht, wie ich Magie einsetze. Hast du one-hitted? Siehst du, ich hätte vielleicht noch ein paar von den paar Gräser kaufen sollen. Komm. Ich habe auch noch eine Menge Souls, vielleicht soll ich noch mal ein paar Gräser kaufen. Ich bin übrigens nicht mehr in Soulform. Ich habe vorher in Soulform gespielt. Quasi als Toter.
Okay, cool. Machen wir es halt so. Hart. Ich glaube, ich sollte die Gelegenheit nutzen, um jetzt vielleicht tatsächlich gleich nochmal vielleicht. Lisa, hast du eigentlich den großen Drachen gesehen gehabt? Das sind seelenlose Soldaten. Dann wirst du den Drachen jetzt sehen, der mich tötet. Nein! Gut, zurück zur Seelenform. Aber wir waren ja sowieso nie, wir haben es ja nicht darauf angelegt, hier in Körperform zu spielen. Ja. Ich finde es doof, wenn Gegner sich heilen können. Das mochte ich bei Pokémon schon immer nicht, wenn es irgendwelche Gegner haben. Ohne Spaß, ich werd besser darin. Sehr gut. Ach ja, ich will jetzt nicht. Also, ne? Ich hab jetzt. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe vorhin schon mal draufgehauen, aber es hat nicht geholfen. Es hat sich nicht verändert. Es sah tatsächlich ein bisschen süß aus. Komm zu mir. Ich mach dich fertig, du kleiner Sauermaus. Oder auch nicht. Nein. Ach, come on. Das war eine doofe Strategie, mich in die Ecke drängen zu lassen. Ich bin gerade ein bisschen, vielleicht ist es zu viel Last von mir abgefallen. Von der Idee her finde ich das gut. Irgendwer meinte jetzt auch letztens, dass er oder sie Tony Boxen für Neffen oder Nichten kauft. Auch in meinem Freundeskreis. Ja, genau. Ich habe eine Kollegin, beziehungsweise eine ehemalige Kommilitonin, was sage ich, eine sehr gute Freundin, mit der ich mich jetzt vor ein paar Tagen unterhalten habe. Da hat die Nichte vor der Partnerin Geburtstag. Und die Geschenke für die Nichte sind auf jeden Fall wichtiger, was ich auch ein bisschen nachvollziehen kann. Es ist halt so ein bisschen die Frage, ja. Also günstig sind die Dinger nicht. Die Tonis sind ja schon auch nicht so günstig. Und letztendlich bezahlst du da ein bisschen was für Plastik in der Form. Und ein bisschen NFC-Kram. Und dann hast du da halt vielleicht eine Geschichte, die dir da erzählt wird. Das ist immer nicht so richtig berauschend, finde ich. Also ich finde vom Preis-Leistungs-Verhältnis her finde ich es irgendwie krass, wie wenig man für die einzelnen Tonys kriegt. Ich weiß nicht, wer er ist. Aber ich kann ihn auch nicht hauen, oder sie.
Also ich glaube schon. Ja. Aber war die Tonis nicht mal sogar deutlich teurer oder kommt mir das nur so vor, dass das der Fall war? Weil ich meiner etwas. Wie viel habe ich denn von dem Zeug, ey? Ich kann quasi durchgehen und scheiß drauf. Lass mich Schaden nehmen. Ja. Aber wenn man sich überlegt, okay, früher hast du eine Kassette von Benjamin Blümchen für 10 Euro gekauft oder keine Ahnung. Und hat dann halt so ein Winnie the Pooh Mucke-Toaster, der halt auch seinen Preis hatte. Und für die Kinder ist es ja schön. Also es ist ja auch Technik, die man dann auch mal selber hat. Ich dachte, Leni will eine Schmetterlings-Barbie. Sagt man nicht mehr Mucke-Toaster? Ich habe das noch so gelernt damals. Wo ist denn da? Ist der Drache. Der schöne Drache. Achso, ich habe das ja schon. Ah, okay. Ich bin der Einzige, der die Schmetterlings-Barbie schenken darf. Dann fühle ich mich auch ein bisschen geehrt an der Stelle. Okay, wie spät haben wir es denn? 43. Ja, der Drache ist mächtig. Da gibt's noch einen zweiten, der sitzt aber die ganze Zeit faul da. Kann man da jetzt irgendwas machen? Nee. Dann onward, it seems. Okay. Archdemon? Aber wie kommt sie auf die Idee, dass ich der Schmetterlings-Barbie-Mensch bin? Archdemon. Was ist denn ein... Ist der Archdemon der Drache? Den kriege ich von hier aus nicht erledigt. Ich glaube, dafür den müsste ich auch noch mal ein paar andere Sachen lernen. Okay, gehen wir nochmal zurück. Stecken wir nochmal mit Items auf. Guck mal, wie es hier weitergeht. I can forge weapons for you for a fair price. Alles klärchen. Ah, schade. Ah ja. Ach ja. Das Doofe ist, wenn man den Kindern nur noch Geschenke schickt, dann vergisst man so ein bisschen, dass die ja durchaus auch. Clearstones, also wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar von diesen Steinen. Was man denen dann geschickt hat, ehrlicherweise. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich gar keine Ahnung mehr habe, aber ein paar Sachen sind auch schon. Sind auch schon wieder raus aus meinem System. Ach. Wie gesagt, sag mal, Quality Longsword plus 1 oder Longsword plus 4? Plus 1 wird die Waffe erstmal wieder schwächer, aber ich glaube, potenziell wird sie dann, kann sie besser werden. Aber bei 4 hätte ich jetzt tatsächlich Instant Benefit. Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr hübsches Spiel. Und jetzt, wenn man sich überlegt, dass der einzige Grund ist, dass ich mir das gekauft habe, dass ich letzte Woche im GameStop war und mir einen Termin habe geben lassen, in der Hoffnung, okay, ich habe gar nicht die Option, den Instant Benefit zu machen. Okay, dann gehen wir einfach in die nächste Kiste. Scheiß auf die 1000 Souls, die kriegen wir irgendwann mal wieder. Nee, da wollen wir nicht hin. Hier wollen wir hin. Da war ich nämlich schon mal. Ach ja. Genau.
Also das Ding ist, ich wollte mir dieses 51 International Games für die Switch holen, weil ich die Idee irgendwie nice fand. Oh, da ist noch so ein. Ist gut, 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 gut. Wo bist du denn hin? Okay. Also hier war ich schon mal, hier habe ich schon das eine oder andere Leben verloren. Bin mal gespannt, ob es jetzt besser wird. Naja. Aber hätten sie das nicht, also hätten sie das Spiel gehabt, das hätte er ursprünglich haben wollen. Dann hätte ich mir Demon's Souls nicht geholt. Aber ich wollte mir nicht einen Termin gegeben haben, nur um dann da zu sein und dann wieder wegzugehen. Da kann ich mir ein bisschen doof vor. Und ich habe mir immer mal, also ich hatte sowieso vor, mir das irgendwann mal zu holen. Aber vielleicht, wenn es einen Mark weniger kostet. 139 Schaden. Nee, das sind Minenarbeiter im weitesten Sinne. Oh komm, ey, ich wollte doch nur den bösen Hund anvisieren. Bisschen jank ist es schon, das Spiel. Ich kann auch mal wieder das große Schwert rausholen und gucken, wie das eigentlich jetzt, wie das schadenstechnisch aussieht. Also diese Leute hier, die machen mir im Grunde nichts. Wenn die eine Pickaxe haben, dann müssen sind die können die gefährlich werden? Aber müssen sie nicht. Okay. Die sind halt ein bisschen auch robust so vom Körper her. Habt ihr es gerade klopfen hören oder kam mir das nur so vor? Übrigens die Kopfhörer, auch wenn sie ein bisschen dumm klingen. Ja, die laufen so ein bisschen in ihren Tod. Was will man machen? Ich glaube, ich habe ihn übersehen einfach. Okay, hier hämmert irgendwer im Haus. Aber was sagt man? Das Headset hat den schönen Vorteil, dass der Sound hier aus den Spielen auch extrem chillig rüberkommt. Also. Okay. Okay. Ich glaube, ich würde noch mal versuchen, so an die 2500 vielleicht noch ein bisschen mehr Souls zu machen und dann noch mal zu verschwinden. Das hätte mich töten können.
Das hätte mich töten können. Und dann vielleicht nochmal ein Level zu machen. Ich mag ihn nicht. Er ist ein Gemeiner. Schickt mir einfach irgendwelche Flammenbälle rüber. Okay. Wir sind ein bisschen scared. Oh. Okay, wir vielleicht mal ein bisschen. Ah, wir haben ganz viel Lake Moongrass. Bin ich denn jetzt hingefallen? Bin ich jetzt wieder. Wo bin ich jetzt gelandet? Ach, hier unten bin ich gelandet. Zu ihm gehen wir nicht. Weil er sowas macht. Sowas mögen wir gar nicht. Ach ja. Skurgut, das war das, woran ich gerade eben denken musste. Hab ich's gesagt? Ach ja. Nein! Wir gehen einfach hier lang. Oh nein! Ist der Dude für ihn einfach hinterher gefallen? Okay. Ach ja. Warum treffe ich die jetzt nicht mehr von hinten in den Rücken? Also bei ihm habe ich es jetzt nicht mehr erwartet, aber wäre irgendwie nett gewesen. Und es sind 3 Souls. Ich glaube, das lohnt sich fast gar nicht, die Jungs anzugreifen. That was kinda weird. Nee, okay. Wieso hat er mich jetzt gerade 2-mal getroffen, der Doofmann? Ja. Ja, gut. Ich muss nochmal runter. Dann nochmal hoch. Mag ich nicht. Es lohnt sich nicht, sich mit denen anzulegen. Also zumindest im Augenblick nicht für mich. Okay, die Dinger bringen definitiv nichts. Warte mal. Ich weiß nicht, ob die Bomben was bringen.
okay, ich kann die Bomben nicht weit genug werfen, um ihn zu treffen. Das ist eine interessante Erfahrung. Aber gut, dass wir das in Erfahrung gebracht haben. If you don't give up, you can proceed. Fine. Da gibt's ein Like für. Ich finde es schön, dass es hier Facebook gibt. Facebook für Demon's Souls. Die Leute lassen hier immer irgendwelche Nachrichten da. Die kann man hier hinterlegen. Da gibt es tatsächlich Items für. Habe ich sowas? Ja. Nee, das nicht. Hier. Die Sachen kann man einsetzen und dann kann man hier Nachrichten lassen. Und die Leute machen das hier, um einen zu trollen. Zum Beispiel hier irgendwas so nach dem Motto, ja, jetzt musst du rollen. Und wenn du dann rollen drückst, dann rollst du halt in den Abgrund und stirbst. Okay. Bin mal gespannt. Krieg ich ihn? Ja, okay. Er ist alleine auf dem Weg zu mir. Okay. Da geht's runter in die Hölle. Da geht's nicht weiter. Hier sind so ganz fiese Viecher, die irgendwann auf den Boden klatschen. Ja. Der Schmied. 1666 gechillte Souls haben wir. Kann sein, dass wir den nächsten Soul-Level definitiv hier nicht mehr grinden können. Ehrlicherweise bisschen dumm von ihm. Muss ich ganz einfach auch mal so sagen an der Stelle, war nicht sein schlauster Move. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Form von Genozid ist, weil die haben mir im Grunde nichts getan. Der hat hier nur seinen Müllbeutel da. Aber das hat sich gelohnt. Also wenn die so Steine... Eieiei. Das sind die Steine, die uns gerade eben gefehlt haben für den Instant Benefit. Cool. Richtig lässig. Hero Souls. Da sind gute Sachen dabei. Ich glaube, ich gehe trotzdem gleich schon mal zurück, weil es jetzt auch gleich 18 Uhr ist. Was macht das hier? Turn Handle. Ich glaube, man kann nicht ganz nach unten. Oder ich glaube, man soll nicht ganz nach unten. Puh. Ja. Gehen wir mal zurück zum Nexus. Knöbeln wir nochmal ein paar schön unsere Waffen hoch. Ich glaube, das können wir jetzt auch. Und ansonsten. I can forge weapons for you. For a fair price. Gute Kiste, Baldwin. Es ist immer ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter. Aber es ist nie. Ja, sehr gut. Ich brauche noch eins Clearstone Chart für meinen Mailbeaker. Aber dann gehen wir mal bei dem Longsword einfach auf. Volles Brett. Machen wir 128 Schaden mit dem Dingens und 91 mit ihm. Bei ihr.
Und alles klar, ich gebe mir große Mühe. Ich will ja auch gesund und munter hier weitermachen. Ja, ich glaube, jetzt ist es 18 Uhr, 19 Uhr geht's weiter mit Assassin's Creed nicht, nee, sondern mit Dishonored. Wir gucken mal, wie wir da weiter durch Dunmore kommen. Und ich glaube, dann sind wir gut aufgestellt. Und ja, bis dahin essen wir nochmal schön entspannt ein leckeres Armbrötchen. Es ist 18 Uhr schon. Und 19 Uhr geht's weiter, glaube ich. Und ja. War cool auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Ich glaube, ich werde nochmal ein bisschen öfter Demon's Souls streamen. Mal gucken, ob ich das vielleicht auch irgendwie regulär ins Programm aufnehme und nicht nur für den Freitagsüberraschungsstream. Vielen Dank fürs jetzt schon mal dabei gewesen sein und fürs Schreiben und für alle, die später noch dabei sind. Bis später und für alle anderen, die irgendwann anders mal wiederkommen oder auch gar nicht, vielen Dank und bis dahin und ich mach mal, ich krieg auch langsam ein bisschen Armut, Knast. Bis dahin, bis gleich.